Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom unbekannten Modpack. Ja, ich habe hier jetzt mal einiges an Silizium gemacht, gedruckte Gedöns von jedem möglichen. Und jetzt werde ich eine schöne Erweiterung nutzen, die sich hier AE2 Stuff nennt. Dafür brauchen wir zwei Trichter, vier Eisen, zwei Konstruktionen. Prozessoren und eine Gravurmaschine. Wir haben ja schon eine und die werden wir jetzt aufwerten. Das Schöne an der Maschine hier ist, die kann ich hier hinstellen. Braucht die Truhe jetzt nicht mehr. Und die kann ich einfach hier hinsetzen, ein Stackweise die Sachen hier rein tun, was in der anderen Maschine nicht ging. Ah, ich sehe gerade nur eine Sache, die doof ist. Die arbeitet nicht mit RF, die braucht wirklich AE-Strom. Heißt, wir werden das hier kurz kappen. Weil die Maschine soll ausbleiben, heißt hier ein Tesseract wieder aktivieren. Und die arbeitet. Und ich habe zwischen den Folgen hier unsere Geschwindigkeitsupgrades gemacht, heißt, ihr seht ja, wie schnell es jetzt geht. Und mit jedem Upgrade wird es schneller. Und jetzt seht ihr gleich mal, wie schnell man so ein Stack von etwas herstellen kann. Der springt zwischen so paar Prozent und volle einfach hin und her. Da, und schon haben wir ein Stack von den Logik. Gleich auch ein Stack von denen. Okay, nicht ganz ein Stack, aber schon annähernd. Und das Schöne ist es hier bei dem Mod, gibt es auch kabellose Konnektoren. Die werde ich aber vorerst mal nicht benutzen, weil die fressen, glaube ich, pro Block Entfernung, wo der das sendet. Heißt, wenn ich den ersten Konnektor hier hinstelle und der mir was verbinden soll, was hier steht. Heißt 1000, 2000, 3000, 4000. 5000, 6000, 7000, 8000 AE und ich meine AE war fast 2 zu 1 zu RF. Heißt, wenn man jetzt hier nur rechnet 8 oder sagen wir einfach mal 10.000 AE. Brauchen wir um die 5000 RF, nur um die Strecke hier zu bewältigen. Es ist für den momentanen Stand wahrscheinlich noch ziemlich ungenau. Ich weiß es nicht, wie die Übersetzung genau ist, aber es frisst halt schon viel RF. So, das haben wir, heißt, im Idle verbraucht er ja keinen Strom. Und jetzt fängt das Craften mal an. Wir gehen hier auf Add Applied.
Und wir brauchen jetzt erstmal, wenn ich es gleich auf Anhieb sehe, eine Fertigungskonsole. Und um die herzustellen, brauchen wir eine Konsole. Um die herzustellen, brauchen wir so ein Feld. Quarzglas fehlt ihm. Das machen wir hier drüben an der Werkbank. Einmal lege ich es rein und dann lasse ich es reinziehen. Jetzt haben wir schon 48 davon. Jetzt fehlt uns aber auch noch Glowstone. Heißt, Glowstone wird noch hochgebracht? Dann machen wir uns ein paar Leuchtfelder. Das Leuchtfeld haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir hier so ein Formationsgedöns. Wie nennt sich das hier? Formationskern. Dafür benötigen wir den Fluixstaub. Da müssen wir halt nochmal eben Fluixkristalle klein hauen lassen. Das sollte schon reichen. Ich bestelle jetzt ein bisschen mehr Certus, das kann ich aber auch so machen. Ich habe hier drüben auch mal die Maschine wieder angeschaltet, weil ich möchte, dass die mir Plutonium herstellt. Deswegen sind die FPS momentan auch wieder ein bisschen für den Arsch, weil er hier wieder gut Strom benötigt. Und ich habe mir überlegt, dass wir uns erstmal Richtung Ender-EO die Strombatterie richten werden. Auch wenn es jetzt sehr Autocrafting-lastig wird. Aber das ist für mich persönlich einfacher, was den Strom angeht, zu speichern, als jetzt hier wieder so doofe Blöcke zu bauen. Klar könnte der kann hier 20 Millionen speichern, die Version 1 oben drüber 80 Millionen speichern. Aber hier kann die höchste Version 25 Millionen RF speichern und ist, glaube ich, auch etwas einfacher zu bauen. Gucken wir mal. Dynamische. Ist relativ einfach zu bauen und Thermal. Das Ding hier muss neu gebaut werden. Es ist zwar auch relativ einfach zu bauen, aber hier kann ich einfach hingehen und sagen, da ist Input, da ist Output und fertig. Ich muss das nicht an jedem einzelnen Würfel einstellen. Oder die noch höhere Möglichkeit wäre über Mechanism. Aber für das zu machen, müsste ich erstmal hingehen und deutlich mehr Stahl herstellen lassen. So, das haben wir jetzt. Das sind alles so Gedanken, die ich mir schon mache, wie ich es mit dem Strom mache. Wobei die Mechanismenvariante doch wieder einfacher ist, weil die wieder noch mehr Energie auf einen kleinen Platz speichern kann. Und das Gute daran ist, die kann auch, ja, das nehmen wir. Es ist so eine Mechanism-Energieeinheit und die gilt genauso wie für RF und EU. So.
3 Stück. Das. Kalkulation. Haben wir. Lügt doch nicht. So, dann brauchen wir auch noch sowas. Und was kann ich hier mal verbannen? Das. Ach, das Lager ist unten voll. Er kann nicht mehr alle Sachen großartig speichern, was neu ist. Und ich hab's jetzt bewusst. Das. Ah, hier ist die Werkbank. Ah, komm. Hier rein. Ich habe es auch unten bewusst nicht mehr erweitert, weil ich ja den Schritt hier machen wollte mit dem Applied Energistics. So. Ja, okay. Ach, jetzt habe ich das Eisen weggeschickt, aber ich habe hier noch ein Eisen. Da haben wir jetzt auch so eine Konsole. Fertigung, Schnittstelle. Speichermonitor nicht. Schablonenkonsole benötige ich auch noch eine. Und jetzt beginnt der Spaß mit den Sachen hier herstellen. Grazglas ist da, aber das nicht. Eisen fehlt mir noch. Was kann ich runterschicken? Fluix? Nein. Netherquarz? Ja, da genommen. Zertusquarz auch. Komm, Eisen, komm jetzt mal hoch. Da haben wir schon mal zwei Disketten und dann schnappe ich mir hier mal den Tesserakt. Ach, das Wichtigste habe ich jetzt ja beinahe vergessen zu bauen. Wo ist es dann hier? Die reinen Fluix. Mal gucken. 8 Stück heißt, wir können so einen kleinen Kreis machen. Was fehlt ihm dann jetzt? Ach, reiner Fluix, okay. Das machen wir dann ein anderes Mal. Und jetzt will ich aber nicht 10.000 mal laufen. Was kann ich noch mitnehmen? Die Kabel müsste ich eigentlich auch schon aufwerten. Das ist jetzt so ein kleiner, ekliger Kampf. Verdecktes Kabel. Wie viel Wolle haben wir denn? Nicht wirklich viel. Und Faden, da haben wir aber einiges. Heißt, als nächstes müsste ich mich um eine Baumfarm kümmern, um eine Farm, wo wir Wolle herbekommen. Da werde ich noch Spaß haben. Weil mit dem Kabel hier ist es nicht getan. Ich pack mal eben kurz die Sachen in Füller, ein paar Fluix hier oben rein.
So und so. Da haben wir jetzt ein bisschen Wolle. Heißt, wir haben jetzt die ganzen Kabel verkraftet und die werden jetzt zu den Kabel hier gemacht. Da brauchen wir immer 4 Kabel und eine Menge Glowstone und Redstone. Glow. Aber das werden wir jetzt nicht mehr machen. Ich werde jetzt noch einen Import Bus bauen. Und zwar den hier. Einen klebrigen Kolben. Haben wir denn noch Kolben? Gleich haben wir Kolben. Ich werde mal kurz hier hingehen, der hat ja noch ein bisschen Strom. Das rein und das rein, dass ich es schon mal nicht im Inventar halten muss. Komm, mach mir noch die Kolben bitte. Wo bleiben meine Kolben, 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 Kolben? Da sind sie. Jetzt mache ich wieder was, um Zeit zu sparen. Jetzt nehmen wir uns noch die Kolben. Da ist schon wieder irgendwo ein Zombie. Haben wir die Kolben. Die Kolben dürfen hier rein. Und das gut, dann gehen wir jetzt mal kurz noch rüber ins Lager. Das hier war zwar eine schöne Idee, aber es ist nicht so super praktisch, sage ich mal. Und werden wir mal hier anfangen. Den lassen wir dann mal hier so ein bisschen hängen. Hier kommt der Tesseract hin, denn das System ist jetzt hochfahren, ja. Und vorerst kommt das eine Laufwerk dann hier hin. Mit einem Kabel nach oben. Die zwei Festplatten rein. Und eine Konsole, jetzt können wir sehen. Wir können da schon Items reinlegen, die hier auf den Disketten gespeichert werden. Aber ich möchte ja das ganze Lager von hier drüben nach und nach auf die Festplatten importieren. Und da muss ich jetzt was machen, was mir gar nicht gefällt. Alle Bilder anschalten, das geht richtig hart auf die FPS. Aber es muss sein. Heißt, ich werde ziemlich oben anfangen.
Weil hier kommt dann jetzt so ein Importbus dran. Der hat gleich den Channel, ja. Und eine Beschleunigungskarte habe ich noch. Und dann müssten wir jetzt sehen, hier kommen nach und nach die Items rein. Und sobald hier ein Schubfach komplett leer ist, wie jetzt, werde ich hingehen, meine Axt nehmen, wenn ich sie finde, hier, und das Fach abreißen. Und das kann man, wenn ich es richtig weiß, mit dem Schraubenschlüssel wieder abnehmen. Ja. Und dann werde ich mir jetzt mal den Spaß machen, so viel importieren wie geht und nach mehr Festplatten zu bauen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.